Und dann verkacke ich hier. Digga, ich habe den Eisgeld geschafft und verkacke einen normalen Warrant-Wechsel. Ein wunderschönen Hakuna Matata, meine Freunde. Heute wieder eine Weltneuheit. Map nennt sich Transform BC. Muchacho Army entscheidet. Der gute Silber hat doch wieder eine Map gebastelt. Und ihr dürft jetzt entscheiden, ob der gute Silber in Rente gehen darf oder ob er doch weiterhin Maps für uns basteln soll. Hardcore-Map. Ich kann euch gar nicht sagen, wie wenig Prozent. Auf jeden Fall Hardcore wenig. Gokart ist dabei und der gute Deko ist auch dabei. Hallöchen. Astalama, Reis Muchachos. Die Nüsschen sind euch gekitzelt und herzlich willkommen zur heutigen Runde Rainbow Six Siege Ranked. Nehmt Spaß. Natürlich jetzt hier GDA und Silber soll. Also ich muss sagen, ich fände es traurig, wenn Silber aufhört. Aber ihr entscheidet, Muchachos. Haut in die Kommentare. Wollt ihr... Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Ich weiß nicht, wollt ihr noch mehr Maps von... Silber... Oh. Aus den Kommentaren und ja. Küsschen geht raus. So, ja, wie gesagt, okay. Der gute Silber ist bekannt für die legendäre Reihe Hot oder Schrott. Genau, oder die hat Silber sich ausgedacht. Ja. Hat Silber sich ausgedacht. Ich sehe doch nicht! Oh, ich hab ihn bekommen, Bruder! Du ein Drake-Kacke-Bruder! Second to. Oh, lol. Oh, wir sind jetzt im FIB-Gebäude. Oh, I like, Bruder. I like. Okay, hier kann ich rein, aber das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, ich muss... Ist das so gewollt? Was bitte? Weil der Punkt ist ja der nächste Punkt ist ja auf der Straße draußen, oder nicht? Sehe ich das falsch? Ich glaube, das ist wieder dieses Gebäude, wo du Treppen runterfährst und dann brennt da irgendwie alles. Kann das sein? Ja. Aber wo muss ich denn hier lang? Wo bist du denn da lang gefahren überhaupt, Bruder? Ja, wo bin ich lang gefahren, ja. Mister? Hallo? Oh, Mister in meine Kanister? Digga, wir sind im 51. Stock, ne? Wir müssen runter auf die Straße, wenn's eiskalt ist, 50 Stockwerke im Kreis runterfahren. Deko! Ey! Ah. Ich weiß wie! Oh, Putzfrau! Ich weiß jetzt wie! Putzfrau! Wir sind zu weit runtergefahren, deswegen guck mal, was ich jetzt mache. Ich respawne. Nein. Hallo! Nein! Nein! Komm her! Hier. Hey, Bruder! Hier, du warst schon sehr richtig. Hier, nächste rein, nee. Dude. Und jetzt, hier. Und die erste, ja? Direkt die erste rein hier. Rein in die Ordnung! Ja, als ob, Alter! Und jetzt haben wir hier das Burning! Burning Department, was ist los? Burn! Oh, okay. Ich hab eine Ring um meine Eier. Der schnürt ein und ich brauch kein Gone All Wire. Oh, endlich weiter, Bruder. Also Silber, okay, ne? Das war aber auch noch eine kurze Eierrasur. Eine ganz kurze. Ich hab's sogar gerade nach zufälligem Prinzip einfach ein paar andere Türen ausprobiert im Treppenhaus und die waren alle zu. Ich hab nur die erste nicht probiert direkt. Ja, gut. Rick, Digga, GG. Ist deine Seite da offen von der Tür? Ja. Ist da irgendwo, oder ist nichts offen? Doch, da ist ein Schlitz. Ich hab den aber erst ganz am Ende gesehen. Oh Digga. Ja, jetzt hab ich... Okay, GG. Ich wäre sogar fast durchgekommen noch. GG! Aber das kriegen wir hin. Das ist alles im Bereich des grünen Stabes. Ja, wir halten das erstmal so fest. Das wird auf jeden Fall böse. Digga, dann müssen wir richtig bleiben können. Stab. Boah, ich weiß... Kriegst du das wirklich hin? Keine Ahnung. Also wie gesagt, gerade war ich eigentlich relativ nah dran und ich leide auch jetzt wieder ziemlich fast darauf zu, aber... Close, Bruder, close! Ah! Lass mal noch zusammenfliegen, Digga. Lass mal zusammenfliegen. Zeig dir, wie Möwen funktionieren. Digga, ich zeig dir, wie Möwen funktionieren. Ich zeig dir, wie Möwen funktionieren, Digga! Woohoo! Ich bin sogar auf der anderen Seite, ist derselbe Schlitz nochmal. Ich bin komplett gerade durch beide Schlitze! Ich hab den Punkt nicht eingesammelt. Silber! Was? Hey! Hey! Oh, geil. Ist das ein Fake-Punkt oder was? Ja, ein Fake-Punkt, Digga. Oh, mein Gott. Digga, ich bin da so perfekt durchgeflogen. Durch beide Scheißschlitze. Auf beiden Seiten einfach gerade durch. Oh, ey, geil. Junge, das und jetzt? Silber. Ey, ohne Spaß, Alter. Oh, wie geil, ey. Wie geil. Und jetzt? Wie funktioniert der Kram denn dann? Hä, aber das Ding ist ja, wenn du dann reinkommst, dann
Dann musst du alles loslassen. Ja. Sonst fliegst du wieder, wie gesagt, auf der anderen Seite durch. Ey, Junge. Ich bin drin, aber gestorben. Oh. Silber, der, ne? Ah, es fehlt aber in jedem. Nein, Match es leckt. Einfach sowas. Bin ich raus? Ich bin raus. Du bist draußen? Ja. Ah, shit, ey. GTA komplett geschlossen, ohne Fehlermeldung. Da sind wir wieder, meine Freunde. Hurry, ab hurry, geht's. Hurry, First try, Digga. First try. Ja? Ja, easy. Ich kann jetzt schon mal sagen, dafür gleitest du zu weit auf der rechten Seite. Nein! Oh, das war richtig scheiße, Mann! Oh, er kommt. Ah, ich bin drin, aber tot. Nein. Bisschen runter. Aber das Ding ist halt auch, man darf nicht zu weit unten reinfliegen. Nicht sterben. Bruder, nicht. Ich mach grad einen Warraid. Ha! Hallo, Marvin! Hä? Hast du den Punkt nicht eingesammelt? Ich hab... Also. Ich dachte schon, das sah aus, dass du zu weit unten reingeflogen. Marvin hat den Punkt nicht eingesammelt. La la la. Und ich bin die. Raummöwe. Oh yeah. Fly wie ein Möwe. Oh ja. Oh, warum, Alter? Warum? Digga, ich muss sagen, auf der einen Seite tut es ein bisschen leid, auf der anderen Seite ist es auch mega lustig, dass du schon reinschaffst. Und dann zu tief bist, um den Punkt zu kriegen. Aber was macht jetzt mit dem Go-Kart hier? Ich hab's! Ja? Ja, ja. Ja, direkt den nächsten Troll. Aber. Not bad. Der hat mich dabei. Ich bin hier falsch. Nein, ich bin. Nein! Guck mal, wo ich bin hinter dem Haus gelandet, Digga. Ich muss doch mal von vorne oder was? Bist du das Go-Kart jetzt? Nein! Das Ding, was hier am wahrscheinlichsten als Auffahrt für das Go-Kart gedacht ist, für den Wallride, das ist genau vor dem Haus. Das heißt, du musst richtig krass steil hochziehen und die Karre überdreht sich des Todes. Geil. Oh no, warte mal, ich respawn mal, vielleicht ist ja irgendwie... Ja? Warte mal. Oh, ich respawn draußen! Ah, okay, ja gut, dann hat sich das gerade alles erledigt. Und hier ist auch eine richtige Warride-Auffahrt. Oh, come on, Bruder! Aber warte, ich warte hier. Nee, Digga, die Map wird hart. Mach einfach weiter. Die wird richtig hart. Ich sag mal so, ne, bei dem ganzen Kram hier wird nicht nur die Map hart. Oh. Ja, den Warride MG. Was? Digga, Silber, du kranker Hurt, ey. Was kommt da? Den Go-Kart Warride MG Flip. Flip nach unten danach direkt. Alter, du. Und dann noch zwei Edward-Wände hochfahren. Alter, Silber. Hat das Go-Kart Grip? Was? Hat das Go-Kart Grip? Ey, du musst respawnen, wenn du in der Tube bist gleich. Mit dem Go-Kart. Erst hat ganz gut Glück eigentlich. Aber hier sind auch Speeds. Ja, wieder. Und jetzt bitte nicht schon wieder da rein. Alles gut. Uff. Oh, das war zu spät. Hallo, Bruder. Genau, und dann muss ich direkt den Flip nach unten machen. Und dann muss ich direkt zwei Edward-Wände hochfahren. Hallo, Daddy. Hallo, Marvin. Ich begrüße Sie herzlich. Willkommen zurück. Hallo. Oh, schon wieder ein bisschen zu. Ganz bisschen. Zu spät. Okay. Digga, was ist das? Marvin. Ich bin auch nie vorher runtergefallen. Ich bin da schon scheiße gefahren davor. Nee. Also nach den Bäumen kommt der Kopfflip. Okay, Digga, warum nicht, wo verkackst du denn? Ja, gerade bei dem MG, ne? Okay. Ah. Nein, ich hab den Flip nach unten nicht geschafft. Alter, das Überdrehen ist aber böse. Alter Schwede. Ich hab mich noch nicht einmal überdreht mit dem Ding. Also, ich meine beim Rüberspringen dann, ne? Achso, ja, okay, da. Da schon. Ja, da ja schon ein bisschen. Ah, das war aber, glaube ich, das war, wo Silber geschrieben hat, nach dem Dingsen. Ich habe keine Ahnung. Gas geben oder so. Das kann gut sein. Wieso ist das so? Ich habe noch nicht getestet. Ich habe mich noch nicht ein einziges Mal überdreht, weil ich mich nach dem Flip kein Gas gegeben habe, kurz. Ja! Nein! Ich glaube auch, der Edward wird schwierig, wenn du nicht den perfekten einen Winkel hast zum Hochfahren, ohne dass du irgendwas verlenken musst. Ey, Scheiße! Jetzt ist der Spawn wieder mein Problem. Oh! Putz! Nein! Entkern mich, Silber! Fick meine Eier! Ich war am Ende. Am Ende von der ersten Edward-Wand war ich. Oh. Digga, ich weiß nicht mal, ob das jetzt der schwierige Punkt ist, ne? Überdreht! Nach dem Flip überdreht. Das würde ich jetzt noch mal gern wissen.
Ist das jetzt schon die schwierige Scheiße oder kommt die erst? Weil ich finde das hier schon echt... Ja, es war für die Muchachos, es war ein Punkt. Ein Punkt mit dem Go-Kart. Der anscheinend sehr, sehr schwierig war, wo Leute in die Kommentare geschrieben haben. Und da hat dann Silva nochmal drunter geschrieben unter die Map, dass man da dann kurz kein Gas geben soll. Oh, ich bin drauf. Nicht überdreht. Oh. Ich fahr rum. Nice, Marvin, mach es. Ich fahr immer drauf, los! Bist du schon Spirale? Ich hab's! Nice. Oh! Digga, 80 Trilliarden Mal war ich schon da. Marvin schafft es trotzdem noch vor mir, ne? Unbelohnt des Todes, ey. Oh, Digga, alter Schwede, ey. Ich glaube, mein Fehler ist, dass ich immer Schiss habe, auf der MG zu stark zu lenken. Deswegen nehme ich dann immer ganz knapp noch die Stangen mit. Das ist jetzt jedes Mal der Fehler war. Oh, muss mal kurz was testen hier. Digga, war es das schon? Oh, falls das wirklich fuck, so geht. Bin ich langsam geworden. Komm, nicht komm, geflebt, Bruder. Hallo. Alter Schwede, war das wirklich schon Second Try, ja. Bruder, oder was? Ja! Nein, es geht eiskalt noch weiter, ne? Ja! Nein! Ey, der Flip sah so gut aus, please, ey. Bin einfach unten rausgefahren. Nein, nicht diese Geschichte, Digga, nicht von diese Geschichte, warte. 100 auf 0 in einer Millisekunde. Ah! Nein, oh. Digga, was? Was? Warte. Alter, ich muss mich gerade so heftig konzentrieren. Ja. Oh! Ey, und der Flip klappt wieder nicht nach unten. Come on! Und jetzt? Was muss ich jetzt machen, Bruder? Hier zurückfahren? Nein! Ich hab den ersten Flip nicht mehr, ey. Ja, Marvin hat den nächsten Punkt First Try geschafft, oder was? Okay, ich weiß nicht, ob ich mich auf das freuen soll, was da kommt. Marvin scheint richtig durchgekommen worden Scheiß zu sein. Ohne Scheiß-Deko, es tut mir leid, diese Map könnte für dich jetzt vorbei sein. Ich hab's aber eiskalt Second Try geschafft. Digga, kannst du dich noch... Was kommt da? Kannst du dich noch daran erinnern, dass wir mal eine Map gemacht haben, die wir abgebrochen hatten? Da musste man die ganze Zeit rückwärts fahren in so einer Tube und dann nach rückwärts so immer so eine Ebene nach oben fahren, weißt du? Und dann immer wieder diese Stangen ausweichen und dann wieder nach oben fahren. Kannst du dich dran erinnern? Ja. Das kommt jetzt. Das habe ich eiskalt sofort geschafft. Alter Schwede, ja. Digga. Ey, Junge, ich schaff's einfach nicht mehr zu den Edward-Wänden, Alter. Seit du's geschafft hast, war ich nicht einmal auf der Edward-Wand, ey. Was? Okay. Digga, da hab ich dir irgendwie deine Lebenskraft entzogen. Glaube auch. Du hast einfach... Und jedes Mal, wenn ich den Flip nach unten mache, dann überdrehe ich mich danach direkt. Alter. Oh. Ich hatte immer Probleme mit diesem Kackflip. Der zweite, der hat mich immer auseinandergenommen. Den musste ich einmal gut hinkriegen, dann hatte ich Speed genug und dann ging einfach alles. Weiß auch nicht warum, es ging dann einfach. Ja, hatte ich auch schon, aber schon dreimal sogar, oder viermal. Hab jedes Mal irgendwo im Rausfahren, oder zweimal zumindest war ich fast durch. Immer knapp verkackt, weil ich mich getraut habe zu lenken. Weil ich überdrehen wollte. Ja, lenken kann man aber wirklich echt. Tippeln geht auf jeden Fall klar. Alter Schwede. Ich will sehen, ob wir beide dazu gelernt haben, was den einen Punkt angeht. Digga, was ist hier los, ey? Nein. Ey, Junge, der Flip nach unten, der zerstört mich jetzt jedes Mal. Davor hatte ich gar keine Probleme da. Ich komme immer so scheiße auf. Okay, das hat mal wieder funktioniert. Please! Also bereite dich gleich schon mal drauf vor, Dings zu spielen, ne, mit der Maus. Nee. Erstmal muss ich da auch hinkommen, bevor du jetzt durchrasierst. Oh,
was muss ich machen, Bruder? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Ja, aber eigentlich. Also bei mir klappt gerade gar nichts, Alter. Also der erste Flip ist schon richtig scheiße die ganze Zeit. Und wenn ich den schaffe, dann packe ich den zweiten. Oh, der war mal wieder gut. Was ist und jetzt den Flip nicht mitgenommen. Hey, Junge! Das ist so eine kranke Schwierigkeit, die hier kommt. Aber irgendwie geil. Also krank und geil. Auf jeden Fall nicht für normal sterben hier. Es gibt da so eine Musiktruppe, die nennt sich Gestört, aber geil. Ja, okay. Würde hier auf jeden Fall zu passen, muss man an der Stelle sagen. Komm, Go-Kart-Jump sollst du gleich hinkriegen. Ja, irgendwann. Oh. Ich hoffe zumindest. Fuck! Die Map hat mir bis jetzt ganz gut gefallen. Ey, Junge. Ganz gut gefallen. Ich würde gerne noch den Rest davon sehen. Ja, der nächste Punkt, ne? Der nächste Punkt. Ah, ich will dein Gesicht sehen, ey. Ich will einfach dein Gesicht sehen. Ah, geil, ey. Einfach geil. Bruder! Warum läuft es denn jetzt so scheiße, ey? Ich glaube echt, Marvin hat irgendwie komplett meinen Go-Kart-Skill hier abgesaugt. War die ganze Zeit fly wie sonst was, ey. Und seitdem du es geschafft hast, läuft es so scheiße. Ich war immer noch nicht einmal wieder an der Wand. Ja, es kommt echt hundertprozentig kommt drauf an, wie du beim zweiten Flip auf die auf den Wall triffst. Na. Oh, ich bin auf die Spirale. Ja, komm. Alter, ey Junge, das war so ein beschissener Try. So tausendmal schlechter als alles, was ich davor gemacht habe. Und trotzdem bin ich in diesem Try durch. Und ich bin sogar beim Übergang von der einen Edward-Wand zur nächsten ganz oben durch den schmalen halben Schlitz gefahren, ey. Ja, geil, Digger. Oh, what the fuck? Okay, jetzt schau mir mal, was hier der... Oh, fuck. Second Try, Digga. Okay, der kommt ja sehr früh hier, der Dingser. Da muss man einen Bremssprung machen und rückwärts weiterfahren, oder wie? Ja. Enjoy your life, Digga. Enjoy einfach. Okay, second try schon mal verkackt. Ach so, das Ding meinst du? Ja! Da oben, what the fuck? Drei Alter. Etagen noch nach oben, Digga. Drei. Und das ist jedes Mal durch die engen Stangen durch, oder was? Ja. Ja, okay, dann ist, glaube ich, wirklich immer für mich vorbei. Also, ich finde, die sind nicht so eng wie in dem Rennen, was wir gefahren sind. Da ist ja das Auto gerade so, konnte nur durch, ist durchgepasst. Und hier... Ja. Hast du ein bisschen. Ja, wir haben sogar noch ein. Also, das Auto ist ja ziemlich fett. Der ist ja. Also, ich sag mal so, ein T20 wäre jetzt schmaler gewesen. Also, ich bin auf jeden Fall immer gut durchgekommen. Ohne dass es knapp wurde. Oh. Alter. Aber wie gesagt, das Hochfahren, du musst wirklich steil nach oben fahren. Und dass du dich dann nicht überdrehst. Und also allgemein, was da so alles kam, das war einfach. Das war mein First Try Luck. Also. Ich hab die Spirale nach oben getroffen. Jetzt muss ich hier... Digga, bleib doch mal dran hier! Ich da direkt hochfahren können nach der Spirale? Wahrscheinlich schon. Ich hab auch noch eine extra Runde gedreht, aber das sieht so aus, wenn man das nicht schafft, aber irgendwie hat es doch funktioniert. Putz! Lol, und bei der extra Runde bin ich dann nicht hochgekommen. Wenn du ganz, ganz oben bist, dann führt das in eine Tube. Da musst du ein bisschen nach oben fahren und dann ist da so eine rote Abstellfläche. Da fährst du nur rückwärts drauf und dann kannst du wieder geradeaus fahren. Und dann fährst du den ganzen Kabums oben zurück und springst dann oben in Wallride raus. Dann hast du es. Also ist schon arschviel, was man da noch macht. Fuck, okay, Bruder. Spirale. Ich versuche jetzt mal vielleicht direkt rüber hochzufahren. Ich habe eigentlich schon einen ziemlich steilen Winkel nach oben hier drin. Ne, das wird nix. Okay. Drück dir die Daumen. Die erste Etage habe ich hochgeschafft. Ja, der Unterschied hier ist, dass das hier die normalen Edward-Wand-Größe dicke ist. Bei dem anderen Rennen war es die schmalen. Ah, okay. Oh, fuck. Ja. Okay, ich bin das dritte nach oben. Sehr gut. Was kommt hier jetzt? Schwarze Tube. So, ich muss kurz konzentrieren. Oh, okay, warte mal. Jetzt und jetzt wieder alles zurück, oder was? Nee, oben bleiben. Hä?
Digga, ich dachte, oben bleiben soll jetzt oben aus der Tube rausfahren, vorwärts. Nein. Ey, Junge. Uff. Also muss ich ja doch zurückfahren. Ich hab dir gesagt, auf so eine rote Abstellfläche rückwärts drauf. Ja, da bin ich draufgefahren. Und dann bin ich oben rausgefahren. Dann fährst du den ganzen Scheiß zurück und dann oben rausflippen auf einen anderen Wallride. Ich habe es in der schwarzen Tube beim nach vorne fahren, habe ich dann hochgezogen. Nee, nee, nee. Weil du meinst oben bleiben. Ja, du hast mir davor da nicht richtig zugehört. Ich habe gesagt, den ganzen Kabum zurückfahren und dann oben den Wallride raus. Alle drei Stockwerke wieder runterfahren oder was? Nee, nee, oben bleiben einfach. Auf der obersten Ebene. Genau. Da, wo du dann auch in den schwarzen Kack reinfährst. Da kannst du dann oben rausspringen. Alter Schwede, Digga. Hä? Alter Schwede. Nein, nein, nein. Aber auch was danach noch kommt, ne, das ist alles so abnormal gestört, ey. Aber geil, gestört, aber geil, wie gesagt. Nein, runter. Muss man da rückwärts? Nein. Nein, 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 nein. Fuck! Nein, 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 nein. Ey! Digga, muss ich da wirklich rückwärts langfahren? Jetzt baue ich hier diese ganzen kleinen Scheißfehler wieder ein, obwohl ich gerade schon einmal durch war. Aber ich krieg's auch einigermaßen mit Mauslenken hin, by the way. Sehr gut. Weil ich das schon erwähnt habe nebenbei. Nein, nein. Muss da eiskalt rückwärts lang, ey. Oh, ey. Okay, den ersten Übergang habe ich geschafft. Bin auf der zweiten Etage. Sehr gut. Ich glaube, ich mache das anders. Ich mache das so wie eben. Und drehe dann nein, da oben. Nein, nein. Ey, Junge, jetzt. Ich baue diese ganzen kleinen Scheißfehler ein, Alter. Das eben beim First Driver nicht gecheckt habe, wo ich danach hin muss. Ey, das fickt mein Leben jetzt, ey. Hä? Was? Noch weiter nach oben. Fuck, Alter! Geht aber, ich hab einen Plan B rausgefunden. Plan B, everyone! Oh. Oh. Nein! Ey, weil der erste ist so schwierig, weil da diese scheiß Spirale noch so leicht reinragt. Wenn man da rüber fährt, dann macht man einen kurzen Sprung. Und dann verkacke ich hier. Digga, ich hab den Eisgeld geschafft und verkackt einen normalen Warrant-Wechsel. Also ich finde das hier zu random. Ich mach das weiter so, wie ich es mir gedacht habe. Ich hab sonst keine Ahnung, Digga. Ey, und schon wieder da rein, ey. Dieser Sprung über die scheiß Spirale da von der ersten auf die zweite Ebene, der fickt mich die ganze Zeit weg, ey. Ich komme einfach nicht hoch auf die zweite Ebene, Alter. Ich richte mich immer perfekt aus, dass ich hochfahren kann. Da kommt dieser Sprung über diese scheiß Spirale. Ja. Und dann rutsche ich doch so ganz leicht in die Ecke rein. Nein, nein, nein. So, ja, 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 ja. Und jetzt? Fahr, Bruder. Fahr, Bruder! Okay. Ich muss die Scheiße nochmal hinkriegen hier, ne? Nein! Ey, das war einfach mein First Trailer und ich verscheiße da, Mann! Oh, oh Bruder. Das ist ja schwer für Bauarbeiten vor meinem Fenster, Alter. Oh. Oh, ich hab's endlich geschafft. Oh. Zweite Ebene. Sehr schön. Wobei ich hier gerade auch mal verkackt habe, deswegen das heißt noch nichts. Noch eine Ebene weiter. Komm, gönn dir, Bruder. Jetzt komme ich nach oben. Hier durch. Ich kann nicht einmal rumfahren, ne? Das heißt, ich muss schon am richtigen Spot rausspringen. Ja. Wenn ja. ich das nicht schaffe, habe ich verkackt. Ja, ja. Ich bin aber auch relativ langsam gefahren. Warte, ich fahre jetzt einfach mal rückwärts am Anfang. Na, ey, Junge, ich habe eine kleine Pussy. Ey, zum zweiten Mal war ich. Junge. Das ist bitter, Alter. Nein, nein. Oh. Ich verkack den, ey. Die Pumpe. Die Pumpe war einfach zu krass, ey. Was ist das? Das ist so random. Da ist weiter sonst unten, nichts. Weiter unten. Jetzt wieder in Wo der Tube. Wo ist da was? Sehr schön.
Oh, Flip raus geschafft. Sehr schön, dann glaube ich, hast du es jetzt. Spirale hoch. Hier ist der Punkt. Oh! Ey, Junge, was für eine schwere Geburt war das, ey. Dreimal war ich da, um das zu schaffen. Ne, viermal, glaube ich sogar. Okay, jetzt habe ich wieder. Komm, komm. Okay, was komm, kommt hier jetzt für ein Bums? Muss mich jetzt hier konzentrieren. Komm, komm, komm. Nee, das ist gar keine Flip-Anleitung. Ach, für ein Runterfahrflip ist das. Nein, das war so kacke, Alter. Ich habe sofort verkackt. Oh, du musst jetzt nach oben in die Tube. Da Koralle. Wo auch immer das herkam. Dann Spirale nach unten rüberflippen. Dann da nochmal eine Koralle. Dann nochmal eine Koralle machen auf dem Boden. Kennst du die Koralle auf dem Boden noch? Dass du mit der Vorderschnauze da so gegenknallst? Glaub nicht. Diese drei Dinger kommen jetzt am Stück. Fuck! Digga, so viele Tries gehen einfach down wegen diesen unsichtbaren Hindernissen, ne? Ich hasse auch diese Flips von der einen Spirale auf die nächste, ey. Ja, ich bin. Ich da muss bin man übrigens so auf eine kleine Pussy. Wir kriegen das hin hier. Wir kriegen das einfach hin. Ja. Ja. Ey, diese Spirale, das ist aber auch wieder so hässlich gebaut, Silber, Alter. Warum machst du nicht einfach an dem Bumper noch einen Speed, ey? Ja, ich hab da auch so oft. Es ist wieder. Es geht so, aber meistens fällt es einfach nur runter. Oh, oh, endlich, Digga. Okay. Punktcheck in meine Tasche, hallo. Nächster. Was kommt jetzt, ey? Was kommt jetzt, ey? Jetzt bin ich ein bisschen vor der roten Markierung rausgesprungen, auch mit dem Arsch angestoßen, ey. Und dann, wie gesagt, musst du unten Richtungswechsel machen und dann nochmal Richtungswechsel. Also, es wird interessant, Bruder. Oi. Auf jeden Fall knüppelharte Map, zockt sie gerne selber, aber ihr werdet untergehen, Digga. Ihr werdet einfach untergehen, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ja, hier muss man wirklich alles können, Alter. War ja auch schon, ja, es war auch schon der Glide am Anfang gar nicht so einfach. Oh ja. Master Level, Brudel. Und wieder runterfalle. Hier, hallo. Hoffentlich hier kein Bumper. Ich da mal beim Gegenfahren nicht rückwärts Gas geben, sondern nur rückwärts Gegenrolle quasi. Oh no, oh no. Und dann haben wir den Salbenergebnis. Hallo. Wir sind dreimal am Stück einfach nur runtergefallen. Okay, hier rein. Was kommt hier? Okay, nur da rein. Okay, Bruder. Okay, Bruder. Viermal am Stück. Ey, der ist einfach so unnötig, Alter. Weil warum die Technik ist ja easy, die scheiß Koralle. Warum baut er da diesen Schwierigkeitsgrad rein, dass er einfach keinen Speed hin macht, dass man einfach in 50-60% der Fälle runterfällt einfach nur. Ist einfach so unnötig, ey. Das, was wir die ganze Zeit immer in den Tubes machen, dieses Rüberspringen in die andere Tube, ne? Das ist ja so schon hardcore schwer, ne? Rückwärts muss ich das jetzt machen. Rausflippen hier? Ah ne, hier geht's weiter. Ach so, der... Oh... Junge, das ist aber auch... Fuck, Digga! Warte mal, eins, zwei, drei... Wenn ich den... Okay, bei den dritten schon. Eins, zwei, drei... Und jetzt hier raus. Alter Scheiße! Eins, zwei und drei hier raus. Fuck! Eins... Hier... Warte mal. Ja. Frage ist, muss ich jetzt rückwärts weiterfahren? Nein. Ey, wenn ich... Ich verkacke gerade... Wenn ich weiterkomme und nicht runterfalle in der Tube oder beim Sprung bei der Spirale abbounce, da kacke ich, weil ich dann rückwärts fahre, an der Spirale runter und zu schnell bin und dann einmal Lenkbügel mache und mich ausschippe. Digga, ich hab's eiskalt. Ja, Alter! Nice. Ich könnte dich sogar mitnehmen. Ich bin hier der kranke Heli. Nee. Ja, dann fahr rein. Hätt's auch noch gerne beendet, aber
Das wird noch einiges dauern, bis ich hier durch bin. Also Silber hat sie ganz am Anfang gefragt. Frage gebe ich nochmal weiter. Soll er weitere Maps bauen? Schreibt gerne in die Kommentare oder wird er ins Rentenalter geschickt? Auf jeden Fall eine kranke Schwierigkeit, all in all. Ach, du kleine Gurke. Aber jetzt, ich kann auch auf jeden Fall so langsam so ein bisschen Leute verstehen, die sagen, Silber baut einfach unfassbar unschmooth. Ja, zockt gerne selber. Eine Stunden-Challenge geht weiter an euch. XXL in euer Gesicht. Und sonst, ja, habt noch einen schönen Tag. Dann reinbauen. Ciao, ciao.